Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Machen wir noch so eine lustige Konstruktion. Dann nehme ich jetzt ganz einfach C ist 62 mm, Alpha ist 60 Grad, Gamma ist 45 Grad. Skizze. Was haben wir gegeben? Wir haben die Seite C gegeben. Wir haben den Winkel Alpha gegeben und wir haben den Winkel Gamma gegeben. Was ist denn das? Winkel, Winkel, Seite geht nicht, weil Winkel, Winkel, Seite, das war der Winkel, Seite, Winkel. Da gehört das da hinein. Tja, für das habe ich jetzt gar keinen Namen. Aber schauen wir mal, ob wir das konstruieren können. Alles, was ich bis jetzt weiß, ist einmal Seite C. 62 Grad. Da, 62 mm. Dann fangen wir an bei 0 und die Strecke ist genau 62. So. Den Winkel Alpha kann ich konstruieren. Der ist 60 Grad. Okay, den Nuller auf den Scheitel, das ist die Ecke A. Und dann genau einrichten auf 60 Grad. Da kann man sehen, da kann man sehen, da ist genau. Ja, und jetzt? Jetzt weiß ich, dass da oben 45 Grad sind. Aber ich weiß nicht wo. Ich könnte es jetzt so machen. Ich nehme einfach irgendwo einen beliebigen Punkt. Das haben wir schon öfters mal gemacht in der Mathematik. Und wenn ich da jetzt das herlege, mein Geodreieck hat da schon 45 Grad Linien, das ist praktisch, dann lege ich jetzt diese 45 Grad genau da drauf, sonst muss ich halt da zählen, genau bis 45, geht sich genau aus, und zeichne den Winkel mal ein. Und stelle fest, B ist da, aber nicht da, wo ich es gezeichnet habe. Na, jetzt kann ich mir da was machen, das nennt sich parallel verschieben. Da nehme ich einfach ein zweites Dreieck und lege das zum Beispiel da an diese Kante dran. So, jetzt muss ich es festhalten. Okay, jetzt kann ich also das, was ich da gezeichnet habe, so, das kann ich jetzt parallel verschieben. Okay, auch wenn ich es daher tue oder daher tue, die Linien sind immer parallel. Na, dann verschiebe ich es halt so lang, bis es genau durch den Eckpunkt B geht. So. Dann nehmen wir mal gleich meinen dicken Stift. Weil das muss jetzt da so ausschauen. Und da oben ist C. So. Und so. A, B, C, A, B, C, Alpha, Beta, Gamma. Passt. Vielleicht fällt irgendjemand den Namen dafür ein.